So Leute, willkommen zum dritten und letzten Tag hier in Berlin. Ich bin noch extrem müde wegen der Keynote gestern, war echt eine extrem geile Party im MyDeals Office. Jetzt geht's aber schon wieder in die Stadt, denn ich treffe Jonah. Wir werden heute nämlich zusammen drehen, wir haben uns ein Studio gemietet und ich glaube, der Tag wird richtig heftig. Ich bin mal gespannt, was ihr von den Videos haltet, die wir nach und nach hochladen werden. Ich bin selber sehr gespannt und ich freue mich riesig. Also Leute, ich bin jetzt hier ganz alleine bei dem Studio. Jonah ist nicht gekommen, hat mich sitzen lassen. Alles klar. Nee, wir sind jetzt hier vor dem Studio. Ich bin echt gespannt, wie das drin aussehen wird. Du warst ja schon mal dort, gell? Nee. Nicht? Nö. Also wir lassen uns mal überraschen. Also Leute, wir sind jetzt einigermaßen fertig, wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten aufbauen, Kameras und so weiter. Ihr seht schon, wie heftig ist es bitte. Gönnt euch, wir haben hier wirklich alles am Start, was man braucht. Einfach mega fett und es ist nicht mal wirklich teuer. Wie gesagt, Link zum Studio, also zur Webseite, in der Videobeschreibung. Kannst du mal das Foto zeigen? Was wir ja, das Foto kann ich mal zeigen. Gönnt euch diese Testaufnahme, wie krank gut es einfach aussieht. Und wir haben uns da noch nicht mal Mühe gegeben, deswegen... Also ich denke, wenn wir uns hier noch ein bisschen hinsetzen, Kameraperspektiven austüfteln und so weiter, kann es hier richtig fett werden. Seht ihr dann in den Videos, Jonah kennt ihr hoffentlich, wenn nicht, Link zu seinen Kanälen in der Beschreibung. Wir nehmen nämlich was für ihn auf und was für mich, also seid gespannt, wird denke ich ganz cool hier. Schmeckt's? Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wir nehmen jetzt unsere Videos auf, genau. Und ihr werdet die wahrscheinlich, wenn die das schon gesehen haben? Nee. Okay, dann seid gespannt. Weil, kannst du mal kurz schwenken? Ich schwenke. Du schwenkst. Was wir alles krasses aufgebaut haben, ja. Ist also, so. Seid gespannt und seid pumped. Ja, seid pumped, auf jeden Fall. So, wir haben jetzt erstmal genug aufgenommen, beziehungsweise nehmen wir immer noch ein bisschen auf. Die ganzen B-Road-Szenen müssen wir nämlich noch aufnehmen, aber ihr seht ja, wie es hier aussieht. Aber an sich hat sich das so ultra rentiert, das Studio hier zu mieten, weil man einfach, ihr werdet sehen, die Aufnahmen, die wir hier gemacht haben, sind so unglaublich fett geworden. Also hätte ich selber nicht gedacht. Und ihr seht schon hier krasse Lichter am Start, alles Mögliche. Was will man mehr als Videoproduzent? Wir haben jetzt für Jonah ein paar Videos aufgenommen, für mich auch. Und wie gesagt, drehen wir jetzt noch so ein bisschen B-Roll und dann sind wir auch schon fertig für heute. Danach werden wir einfach nur noch was essen gehen. Wir treffen uns noch mit einem Kumpel, das werdet ihr dann wahrscheinlich auch sehen, oder? Ja. Gehen noch was footen. Willst du? Willst du? Er will mir schon die Kamera aus der Hand reißen. Habe ich Ton an? Ah, jetzt ja. Hab ich. Willst du? Komm, du darfst. Ich darf. Du darfst. Wir fahren jetzt zu Peter Pan. Also nicht zum richtigen, zu sondern zum Burgerladen. Du musst auch die Story erzählen von eben. Das war alles so klar. Lustig. Pass auf, wir haben uns ein Taxi bestellt, ja. Bei, wie hieß denn das? Ich würde jetzt gerne... Ja, ein bisschen haten. Ich weiß ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall rufe ich da an, bestellen ein Taxi in der Ritterstraße, ja. Die kommt vorbei, der Typ spricht mich auf Englisch an, fragt mich so, ja, yeah, do your rating for a taxi? Und ich so, yes. What is your name? Plank. Er fährt weiter. Instant weiter. Ich dachte mir, ihr müsst euch vorstellen, Jonah rennt so hinterher, er schreit so, Blank, Blank. Na, keine Ahnung. Der ist einfach weitergefahren. Er ist einfach weitergefahren, hat ihn gar nicht gejuckt. Ja, und dann neben uns waren irgendwelche, die ganze Zeit gehupt haben. Das war wirklich übel aggro. Und dann sind da so Kinder gelaufen, die waren nicht viel älter als wir, so, die so, oh, du Fischgott. War zu geil, Alter. Ja, auf jeden das Fall. Das erlebt man hier so in Berlin. Auf jeden Fall fahren wir jetzt was essen. Zu Peter Pan. Peter Pan. Jo. Und wir treffen noch Yannick. Jetzt? Beim Essen? Jetzt? Den kennst du noch nicht? Jetzt? Ich kenne ihn noch nicht, ich lerne ihn kennen. Ja, Telefon. Also Leute, wir sind jetzt schon hier vor Peter Pan. Bester Laden. Guck mal, der will immer in die Vlogs. Der ist voll vlogging-süchtig, der Typ. Nee, wir warten jetzt noch auf. Wie heißt der? Yannick, jo. Und dann gibt's lecker Essen von Peter Pan. Peter Pan. Peter Burn. Alles klar. Ich möchte jetzt
Möchtest du was sagen? Geld. Noch was? You need a taxi? Yes. Nee, you're waiting for a taxi? Yes. What's your name? Blank. Okay, tschüss. Wirklich beste Aufnahme heute. Hey? What? I'm Daniel. You're in my vlog? From California. Nice. How are you doing? How are you? I'm used to these things all over California. California is made off this stuff. Yes, of course. Casey Neistat, do you know him? Huh? Casey Neistat? Yeah. Yeah. I think so. What? Where are you guys from? Germany. Germany. Nice. Yes. Gönnt euch. Ah, cool, man. That's my YouTube channel. Okay. You can subscribe if you want to. Cool. So maybe we can help each other out. Yes. I'm a writer. I've been a journalist for the last 10 years, and I'm working on my first book. I'm walking through Europe, unplugged from technology. Do you see on my card there's an address, an email address? Mm-hmm. You can send me your book and I will push it. I have about, 500,000? 500,000. Subscribers. Nice. YouTube. Nice. So I can push your book. That would be great. That would be really great. Yes. I got a question for you guys, though, because I'm getting ready to walk to Frankfurt. So I've been walking through Europe for 9 months. Und also Leute, gönnt euch unser Essen. Jonah, was sagst du? Du willst heute immer vloggen, den ganzen Tag. Business is booming. Ja, Business, wenn wir schon beim Thema sind. Der hier, Yannick, gell? Yannick, genau. Ist ganz groß im Game hier mit Fitnessklamotten. Ich hoffe, man versteht mich. Deswegen, Link ist natürlich auch in der Beschreibung. Könnt ihr mal vorbeigucken. Sind wirklich mega geile Fitnessklamotten und wirklich richtig. Also wer von euch irgendwie Sport macht oder so. Vielen Dank. Ist kein Product Placement. Ist nur bei Bros. Ja, mache ich. nachdem die Sequenz vorbei ist, another one. Also Leute, das war's vom zweiten und letzten Tag hier in Berlin. Waren zwei echt coole Tage gestern im MyDeals Office und heute mit Jonah und Yannick. Jo, was geht ab, Leute? Checkt wie gesagt seine Klamotten aus. Lohnt sich auf jeden Fall. Und Jonah müsst ihr sowieso auschecken, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und freut euch auf die Videos. Ja, Jonah möchte abschließen. Also, was wollen wir sagen? Es war auf jeden Fall mega nice, dass Elias mal wieder vorbeigekommen ist nach Berlin. Und auf jeden Fall komme ich bald runter, oder? Was? Ich komme bald runter. Nochmal. Ich komme bald runter. Ja, Jonah, du musst versprechen. Hier auf YouTube musst du versprechen, du kommst zu mir vor der IFA. Ja, okay, nochmal, aber. Okay, mach ich. Machst du? Ja? Safe, Mann. Okay. Hier links. Also, links. Ciao.